Zeitfenster für die Ernte, die sind meist sehr eng. In der Früh kann man noch nicht fahren, weil wenn das Stroh los ist, wenn es ist, im Dauer zwischen den Zehen spürt, dann ist auch das Stroh noch sehr. Und dann kann es sich nicht gut austreschen und vor allem, wenn was los ist, biegt es drinnen und da funktioniert natürlich eine Reinigung mit einem Luftstrom nicht. Deshalb kann man sagen, wir ernten im Osten Österreichs, fangen wir irgendwann 11, 12, wenn es schön trocken ist und lang heißt, schon 10 oder 9 eventuell ist Dreschen an. Und das geht dann so lang, bis die Luftfeuchtigkeit dann wieder in den Kehl steigt, bis in die Abendstunden. Ihr seht es, wir fahren jetzt schon am Engel mit dem Licht. Das geht dann noch ein paar Stunden, aber wenn der Tag dann wieder einfällt, ist es vorbei. Wenn es regnet, geht gar nichts. Und warum sind da wir Bäuerinnen und Bauern dann in der Zeit doch manchmal ein bisschen, aber eigentlich hektisch, weil es halt in der Zeit darum geht, unsere Früchte heimzubringen. Und wenn es zu regnet, kann man nicht ernten. Wenn man nicht ernten kann, ist halt die Gefahr groß, dass nachher das Ganze am Feld kaputt wird. Dass das Ganze verschimmelt, dass das Ganze nicht mehr zum Ernten geht oder auch Qualitäten verliert. Deshalb schauen wir, dass wir die besten Qualitäten, wenn es dann reif sind, zum richtigen Zeitpunkt heimbringen. Und da kann es halt schon passieren, dass wir da manchmal ein bisschen hektisch sind, weil wir ja auch die beste Qualität genau für euch liefern wollen. Deshalb, wenn es uns irgendwo beginnt, vielleicht darf ich darum bitten, dass wir ein wenig Verständnis für euch kriegen. Wir sind da mit großen Maschinen, Brademaschinen unterwegs, dass da ein wenig aufpassen, wenn wir sie begegnen. Wir weichen aus, wenn wir das sehen, aber in manchen Situationen tut man sich halt mit dem Auto viel leichter, wenn man vorher schon ein wenig auf die Seiten fährt, vorausschauen, wo ein Platz ist, nicht unbedingt wo ein Baum daneben ist, weil dann geht es ja auch alles nicht aus. Dafür sind wir wirklich sehr dankbar. In die Gebiete, wo halt gerade die Ernte passiert, ist das meistens eh in kürzester Zeit. Es ist einmal Raps, Wintergerste und dann eine Woche oder zwei Wochen Warzdresche. Dann ist das schon wieder erledigt. Und wir alle miteinander haben dann wieder für ein ganzes Jahr unsere Lebensmittel. Also bitte euch darum, ein bisschen um Achtsamkeit. Vertraut uns, wir passen eh auf euch. Und dass wir da gemeinsam sehr gut durch die Sommerernte kommen. Und allen Kolleginnen und Kollegen da draußen, die auch schon mit der Ernte beschäftigt sind, wünsche ich eine unfallfreie, ganz wichtig, eine unfallfreie und vor allem eine gute Ernte, dass wir sie dann wieder gemeinsam freuen, wenn unsere Tische voll gedeckt sind. Bis dann!